Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ja, wir machen jetzt hier gerade die Bombe scharf und schauen dann, was passiert. Scheiße. Fuck, jetzt soll ich ihn noch abhauen. So. So, kann sein, dass da gerade ein kleiner Schnitt drin war. Da hat nämlich das Telefon geklingelt und da muss man dann auch schon mal dran gehen. Wollten wir hier nicht irgendwas machen? Oh, abhauen, genau. Ja, das war's auch schon. Logging on. Speichern. Jo, krasse Scheiße. Mal gerade so eine Werkstatt in die Luft gejagt. Macht doch immer wieder Spaß. I've blown the place up, but don't pull that shit on me again. Maybe I don't want to drive around while sitting on an atom bomb. I thought you were the ice cold killer. I thought nothing scares you, man. Pussy. Hasn't anyone got any balls? You and Dimitri, you'd be nothing without me. Nothing. This is how you treat me? Ich glaube, ich sollte dem kleinen Bastard mal in die Eier schießen. Raus mit dir. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich hier so rumfahre, ich habe keinen Plan, warum ich das mache. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt irgendwie ein Anruf kommt. Ist der wieder mit Mallory zusammen? Das ist ja auch räudig von dem. Lässt die erst von jemandem knallen und dann nimmt er sie wieder zurück. Aber gut, muss er ja wissen. Genau, da können wir runterfahren, sehe ich gerade. Wir haben eine SMS von Dimitri. Wir müssen reden. Ich werde auf der Promenade in Firefly Island, Island sein. Dein Freund Dimitri. Ich glaube, da fahren wir mal zuerst hin. Und bis ich da bin, skippe ich das jetzt ein wenig. Ich springe übrigens runter, das zeige ich euch noch, damit ich da unten auf die Autobahn komme. Ah, verdammt. Ja, egal. Wir sehen uns dann vor Dimitris nächster Mission. Bis gleich. So, wir sind kurz vor Dimitris Treffpunkt hier. In Firefly Island, um mal sehen, was er uns jetzt so zu sagen hat. Wird wohl irgendwas Wichtiges sein. The Master and the Molotov. Dimitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Mikael, Mr. Fausto. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son.
You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me to. No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bjelić, but we cannot change the rules. See you later. Weise gesprochen. Gut, dann werden wir wohl mal tun, was wir tun müssen. Abgesehen davon ist es sowieso voll der Bastard. Und eine wahre Verbesserung für die Welt, wenn wir den jetzt killen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns früher oder später sowieso umgebracht hätte. Niko, es dürfen keine Fehler passieren. Mikael ist ein gefährlicher Mann. Ich habe dir seitlich vom Club was zu deinem Schutz hinterlassen. Dein Freund Dimitri. Okay, da laufen wir jetzt erstmal hin. Das ist hundertprozentig eine Schutzweste. Jupp. Wir nehmen die... Das MG hier. Und den Siuzi. Und ja. Niko! Niko Bjelić! You and Dimitri are taking over now? This is not about taking over! You brought this on yourself! You pushed things too far! You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri... My brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen, had I not been there, meet for some chin monkey! I am not dead yet. Some are still loyal to me. Guards! Jawohl. You fight like a woman. It's warm, belly. Okay, ich hab den nicht getroffen. Ah, jetzt kann ich schon nicht mal die... Wie komm ich denn hier raus? What the... Verdammt, wo komm ich hier raus? Aha, da. Hoffentlich, jawohl.
Naja, auch wenn ich kein Auto fahren kann, zielen kann ich. Verdammt, Busse. Ich glaube, das war's. Das war's. So einfach killt man einen Mafia-Boss. Und ich habe die Schutzweste komplett aufgebraucht. Faustin is dead. You did a good thing. A hard thing.